Was haben Schafe, Plattenbauten, blonde Perücken, Roboterampeln und echter Gouda miteinander zu tun? All das ist typisch Afrika? Genau. Klein oder groß, blond oder weiß. Hier trägt jeder Locken. Alle diese jungen Leute hier bekommen heute ihre Zulassung als Anwalt vor Gericht. Aber warum tragen sie heute noch diese Perücken? Als Anwalt ist es Teil der Tradition. Das ist schon in Ordnung. Ich bin stolz drauf. Mir haben heute einige gesagt, wie lächerlich wir aussehen. Und wir wären besser ohne dran. Doch heute trägt auch James Anyanzwa seine Perücke mit Stolz. 4 Stunden vorher. Der 26-Jährige macht sich fertig für seinen großen Tag. Sein Studium hat er erfolgreich beendet. Ich wollte schon immer Anwalt werden. Heute ist es soweit. Es bedeutet mir sehr viel. Und dafür sind Robe und Perücke Pflicht. James hat sich die Sachen ausgeliehen. Rund 34 Euro hat er umgerechnet bezahlt. Die Standesgarderobe zu kaufen, hätte 10-mal mehr gekostet. Und? Wie findest du es? Ich sehe gut aus, aber ich bin kein großer Fan der Perücke. Es erinnert mich an die Kolonialzeit. Die ist in Kenia aber seit 65 Jahren beendet. Oder etwa nicht? Die Perücke jedenfalls hat überlebt. Verantwortlich dafür ist die Gesellschaft der kenianischen Anwälte. Sie geben vor, wer Anwalt werden will, muss Locken tragen. Es gibt so viele Dinge, die koloniales Erbe sind, die aber an sich nicht falsch sind. Und das gilt auch für die Roben und die Perücken. Und schließlich komme das Rechtssystem auch aus dieser Zeit. Vorgeschrieben ist der koloniale Kopfschmuck aber nur an diesem Tag. Danach entscheidet jeder selbst. Zu kolonial oder nicht, das wird in Kenia immer wieder diskutiert, bislang ohne Folgen. Für die 273 neuen Anwälte wird die Perücke aber schnell zur Nebensache. Endlich am Ziel. Alle sind einfach nur stolz. Ich bin so glücklich, danke, mein Sohn. Und manch einer oder eine sorgt dann doch rasch für die eigene kenianische Tradition. Kinshasa, Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, eine dieser Millionenmetropolen Afrikas mit vielen, vielen Verkehrsteilnehmern. Würden Sie sich in diesem Verkehrschaos einem Roboter anvertrauen? Genau das tun die Menschen in Kinshasa. Mitten auf vielen wuseligen Kreuzungen stehen metallene Riesen und zeigen ganz gemächlich Rot und Grün an. Der Robocop. Eine Mischung aus Roboter und Cop, dem englischen Wort für Polizist. Die Robocops machen gute Arbeit in unserem Land. Das ist etwas sehr Modernes. Eigentlich hilft es, aber im Moment benimmt er sich nicht ordentlich. Passiert auch dem besten Roboter mal, heute nur einarmig. In dieser Hinterhofwerkstatt entstehen die modernen Verkehrspolizisten. Therese Kirongosi hat sie erfunden und kann uns sicher die Frage beantworten, was Robocops im Verkehr so einzigartig macht. Die Roboter machen täglich 3600 Bewegungen. Normale Ampeln stehen einfach nur rum. Diese Bewegungen sorgen dafür, dass man sich am Straßenverkehr erfreuen kann. Diese Auf- und Abbewegungen sind amüsant. Der Robocop ist wie ein menschliches Wesen. Aber warum nimmt man nicht gleich Menschen? Die bewegen sich doch auch.
Der Robocop regelt den Verkehr auch bei Regen und nachts. Er ist immer da. Er ist ja eine Maschine. Ah ja, aber ganz alleine kommen die menschlichen Maschinenwesen dann doch nicht klar. Verkehrspolizisten passen auf die Roboter auf und vor allem darauf, dass die Autofahrer ihnen auch gehorchen. Das versteht nicht jeder. Also entweder das eine oder das andere. So wird Geld zum Fenster rausgeworfen. Therese Kirongosi geht es noch um etwas anderes. Im 21. Jahrhundert muss Afrika aufwachen und anfangen, seine Intelligenz zu verkaufen und fertige Produkte. Das sollte unser Schlachtross sein. Die Erfinderin wünscht sich eine ganze Robocop-Truppe für amüsanteren Straßenverkehr auf der ganzen Welt. Und zwar im Westen Kenias. Der Sarg eines Verstorbenen wird zur Grabstätte geleitet. Mit dabei sind Familie, Freunde und professionelle, bezahlte Trauergäste. Sie geben ihr Bestes. Ich kann gar nicht mehr zählen, um wie viele Leute ich schon geweint habe. Bereits früh am Morgen bereiten sich die angeheuerten Trauergäste vor, mit selbstgebrautem Schnaps. Nur so kommen sie in die richtige Stimmung, die sie für den heutigen Auftrag brauchen. Richtig los geht es dann vor der Leichenhalle von Kisumu. Apropos Stimmung, Trillerpfeifen scheinen ein Muss zu sein, wenn man jemanden zu Grabe trägt. Jeden Freitag versammeln sich zahllose Menschen an der Leichenhalle, um sich von Verstorbenen zu verabschieden. Uns fällt es dabei zunächst schwer, die Bezahlten von den echten Trauernden zu unterscheiden. Aber diese Gruppe besteht eindeutig aus Profis. Sie hoffen, dass jemand sie für Geld engagiert. Aber warum macht man das eigentlich? Also, man heuert die an, damit die Hinterbliebenen, die sich einsam fühlen, aufgemuntert werden. Das ist gut so. Wenn man genug Geld hat, holt man professionelle Trauergäste, weil das zu unserer Kultur gehört. Umgerechnet bis zu 200 Euro bekommt eine Gruppe Profitrauernder für eine Beerdigung. Viel Geld in einer sonst sehr armen Gegend. Wenn jemand im Krankenhaus liegt und so etwa 50 Euro für Medizin braucht, dann gibt dir keiner das Geld. Aber wenn derjenige dann tot ist, dann zahlen alle gerne das Zehnfache. Wir geben viel mehr für Tote aus als für die Lebenden. Je aufwendiger die Beerdigung also, desto mehr Ehre posthum. Die professionellen Trauergäste machen Stimmung, bis der Verstorbene unter der Erde ist, meist auf dem Familiengrundstück. Bis dahin haben sie sich stundenlang verausgabt. Trauern gegen Bezahlung. Dabei wird man am Ende todmüde. Ganz großes Kino heute bei der Hawaii Video Show. Ein internationaler Knüller nach dem anderen. Wir erwarten Leute von überall her, aus Nairobi, aus Mombasa. Hört sich fast nach Oscarverleihung an. Richtige Maiskolben statt Popcorn, das gibt es vor diesem Kino hier in Dondori in der Mitte Kenias. Und alle warten schon ganz gespannt auf den Kino-DJ. Aber was ist das? Die Kinder kennen ihn alle. Und die Cineasten zahlen umgerechnet 20 Cent für eine Vorstellung mit ihm. Ich schaue mir keinen Film ohne DJ Afro an. Kino interessiert mich nur wegen ihm. Und dann kommt er. DJ Afro, ein Superstar in Kenias Filmszene. Sein Zubehör, DVD, Beamer, Mischpult und viel Fantasie. Ich bin Künstler. Und als Künstler muss man kreativ sein.
Ich erfinde meine eigenen Späße und Witze und manchmal auch eine eigene Geschichte, um den Film interessanter zu machen. Sein Rezept? Ton weg von einem beliebigen Blockbuster und los geht's. Also der hier, der will Alkohol. Das sieht man sofort. Doch, liebe Zuschauer, genau so ist das. Kirchgänger erkennt man genauso. Die haben immer Vaseline im Gesicht, damit sie göttlich strahlen. Aber zurück zur Geschichte. Also, im Kino wird es immer wärmer. Kino-DJs gibt es in Kenia schon seit Jahrzehnten. Englisch ist zwar eine der zwei Amtssprachen, wird aber nicht überall fließend gesprochen. Deshalb kommt der Kino-DJ ins Spiel. Er übersetzt und interpretiert auf Kiswahili oder Kikuyu. Aber nicht jeder ist so berühmt wie DJ Afro. Nach 1,5 Stunden ist die Vorstellung vorbei und alle erschöpft. Auch die nicht mehr reingepasst haben, bekommen ihr Idol nun noch zu Gesicht. Anfangs haben die Leute gesagt, dieser Typ versaut Filme. Sie haben mich nicht ernst genommen. Aber ich habe mit Leidenschaft weitergemacht. Nichts konnte mich davon abhalten. Und so ist der Kino-DJ auch ein Hoffnungsträger. Einmal berühmt sein wie er. Das wäre ein schönes Happy End. Hohe Fassaden, grauer Beton. Hier können viele Menschen auf kleinem Raum wohnen. Das erinnert mich doch an etwas. Aber was macht dann die Palme da? Solche Gebäude kenne ich eigentlich nur aus Deutschland. Wie kommen Plattenbauten nach Sansibar? Diese hier stehen mitten in Sansibars Hauptstadt Stone Town. In einem der Häuser wohnt Farid Himid. Er ist Fremdenführer. Immer nachmittags setzt er sich vor das Haus und verteilt selbst gekochtes Porridge mit Vanille und Chili drin. Kostenlos, damit er entspannt mit jedem plaudern kann, der vorbeischaut. Total süß, aber echt lecker. Farid bringt mich aufs Dach, damit ich die ganze Siedlung sehen kann. Gibt es denn wirklich eine Verbindung nach Deutschland? Der Präsident von Sansibar ist viel gereist und er verehrte die deutschen Gebäude und deren Design. Es bedeutet, dass wir eine Verbindung nach Deutschland haben. Er war sehr stolz, solche Gebäude zu bauen. Finanziert hat Sansibar die Wohnungen in den 70ern selbst, erklärt er mir. Farids Nachbar Seif Nasser zeigt mir seine Wohnung. Seine Mutter ist damals hier eingezogen. Zum ersten Mal fließend Wasser direkt im Haus und eine Keramiktoilette. Aber freiwillig kam sie nicht. Unser Haus hier wurde zerstört und meine Mutter wusste nicht, was sie tun sollte. Doch dann haben sie ihr diese Wohnung gegeben, ohne dass sie zahlen musste, als Kompensation. Dann war sie sehr zufrieden. Die Wohnung hat sie safe vererbt und er wird es genauso machen. Denn die Betonbauten sind viel beliebter als die alten Häuser in der Nachbarschaft, stabiler und es regnet weniger rein. Diese Häuser hier orientieren sich also nur am Baustil der Plattenbauten. Es gibt aber auch Häuser in Stone Town, die tatsächlich von Deutschen gebaut worden sind. Ein paar hundert Meter weiter. Berlin werden diese Häuser auch genannt. Sie waren ein Geschenk der DDR ans damals sozialistische Sansibar. Gebaut in den 60er Jahren von deutschen Ingenieuren. Saada Khamis hat damals eine Wohnung hier bekommen. Und auch sie will diese unbedingt in ihrer Familie weitergeben. Sorry. Wir mögen diese Häuser, auch wenn sie lecken und kaputt sind. Ich habe diese Narbe hier. Da ist ein Stück Küchendecke heruntergefallen, genau auf mich drauf. Ich musste ins Krankenhaus fahren und wurde genäht. Aber wir wollen weiter hier leben. Nur renovieren, das wäre bei den deutschen Häusern dringend mal nötig. Ein Wochenendspaziergang mit meinem Hund Cookie. Herrlich. Die einen gehen gerne Gassi, die anderen haben lieber nur nachts tierische Gesellschaft. Spät nachmittags fahren seltsame Autos durch Kenias Hauptstadt Nairobi. Sie bringen Vierbeiner zu ihrem Job als Wachhunde. Mit einem Wächter zusammen passen sie auf Grundstücke auf, wenn es dunkel wird.
Denn Nairobi, also Nairobi, ist für Kriminalität berühmt-berüchtigt. Nach einer hoffentlich räuberfreien Nacht kommen die Hunde wieder bei ihrem eigentlichen Herrchen an, einer Sicherheitsfirma. Bevor sie sich gleich ausruhen dürfen, gibt es noch ein kleines Auffrischtraining im Angreifen. Ein Ausbilder spielt den Bösen in einem bissfesten Anzug. So könnte sich ein Überfall auf das Grundstück eines Kunden abspielen. Die Miethunde werden darauf trainiert, Einbrecher zur Strecke zu bringen, sie aber nicht zu töten. In einer realen Situation hätte ich einen Arm verloren. Die Hunde beißen fester zu, je mehr man sich wehrt. Wenn man sich ergibt, ist das viel sicherer. Nächste Trainingseinheit: Gehorsam. Ein Hund wird nicht alleine vermietet, sondern arbeitet immer mit einem Wächter zusammen. Dem muss er aufs Wort gehorchen. Wir raten unseren Kunden, eher einen Hund als nur einen Nachtwächter zu mieten, denn Menschen sind nun mal Menschen. Der Wächter schläft mitten in der Nacht ein, aber der Hund ist immer wachsam. Wie heißt er denn? Sorry, das dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht verraten. Ist Streicheln erlaubt? Nicht, wenn er im Dienst ist. Nach dem Training freuen sich die Leihwauwaus, wenn sie gebürstet und gewaschen werden. Allein diese Sicherheitsfirma vermietet jede Nacht 250 Hunde für etwa 650 Euro pro Tier mit Wächter im Monat. Auch Nachwuchs wird gezüchtet. Besonders beliebt sind Rottweiler und Schäferhunde. Eignen sich denn alle gleich gut zum Vermieten? Nach einiger Zeit sieht man, welcher Hund gut als Wächter ist, welcher gut als Drogenschnüffelhund und welcher sich nur gut als Haustier eignet. Ich glaube, dafür habe ich das perfekte Exemplar erwischt. Ist ja auch nicht gemietet. In Dakar, Senegals Hauptstadt. Jeder, der hier was auf sich hält, geht zum Strand. Wirklich jeder. Selbst Warmduscher müssen rein in den kalten Atlantik. Aber was ist das? Wird da geschrubbt? Ich frag mich, warum waschen die Senegalesen ihre Schafe im Meer? Ist es gegen die Parasiten? Oder steckt da mehr dahinter? Auf jeden Fall ist es eine ernste Angelegenheit. Hier bleibt kein Schäfchen im Trocknen. Wir Menschen waschen uns doch auch. Manche duschen sich sogar zweimal am Tag. Also waschen wir auch unsere Schafe einmal die Woche, um ihnen ein ordentliches Äußeres zu geben. Einmal im Jahr gibt es sogar einen Schönheitswettbewerb. Senegals Next Topmodel oder eher Top-Schaf. Für die Gewinnerin gibt's ein Foto und umgerechnet 3000 Euro. Ein Schaf ist hier echt was wert. Can you show me again? Mit Waschpulver geht's an die Schafswolle für den ganz besonderen Glanz. Schafe werden im Senegal auch geopfert, erzählt Midudu, an die traditionellen Götter. Da muss das Schaf natürlich sauber sein. Überall. Und es gibt noch einen Grund für das Bad im Meer. Also wenn ein Schaf in Salzwasser gewaschen wird, schmeckt es danach einfach besser. Vielleicht kann hier deshalb nicht vom Schweigen der Lämmer die Rede sein. Den Schäfchen schwand Böses. Pure Erleichterung bei denen, die es hinter sich haben. Stimmt, die mögen das nicht. Aber du musst sie zwingen, es zu mögen. Beim ersten, zweiten, dritten Mal mögen sie es nicht. Aber beim vierten Mal wird es ihnen Spaß machen. Nur vor den Atlantikwellen muss man die Schäfchen beschützen. Dafür braucht man den richtigen Griff. Ich finde langsam Gefallen daran. Weißt du, ihr in Deutschland, ihr wascht am Sonntag eure Autos.
Für uns sind unsere Schafe unsere Autos. You know, this is our car, this is our everything. Sie sind alles für uns. Ich verstehe, was man liebt, das pflegt man. Alltägliche Plackerei. Wasser holen, Wäsche waschen. Überall in Afrika machen das Frauen. Hier in Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, ist das allerdings anders. Aber warum? Frühmorgens sind wir an einem Flussarm am Rande des Bonko-Nationalparks. Ein Waschsalon, in dem etwa 100 Männer arbeiten. Und jeder hat seine eigene Waschmaschine, Autoreifen und Stein. Abbas Adamau wäscht hier schon seit 27 Jahren. Sobald ich aufstehe, weiß ich, was ich machen werde und muss keine andere Arbeit suchen. Ich habe meine Stammkunden. Bei denen sammelt Adamau im Morgengrauen die Wäsche ein und bringt sie abends wieder. Keiner seiner Kollegen vertausche jemals Kleidungsstücke, sagt er. Zur Abwechslung sitzen mal die Frauen den ganzen Tag herum. Sie verkaufen den Männern Aufputschmittel und... Das hier, was aussieht wie etwas pappige Steine, ist Seife. Und die benutzen die Männer, um die Wäsche so sauber zu kriegen, wie ihre Kunden es von ihnen erwarten. Und es riecht, ehrlich gesagt, auch mehr nach einem Stein als Wachseife. Und was ist mit der etwas, unsanften Methode? Also, wenn was kaputt geht, dann nur, weil die Sachen vorher schon strapaziert waren. Ach so. Und wie finden die Frauen es, dass hier die Männer schuften? Das ist nur was für Kerle mit den Steinen und so. Das ist schwere Arbeit. Und bei ihr zu Hause, wer wäscht da? Ich natürlich, bei euch etwa nicht? 3-4 Stunden später bringt Abbas Adamau die Wäsche zum Trocknen. Pro Hemd oder Hose verdient er umgerechnet 10 Cent. Genug, um seine Kinder in die Schule zu schicken. Zu seinem angestammten Trockenplatz muss Adamau ein ganzes Stück laufen. Die Kunden der waschenden Männer von Abidjan sind übrigens fast nur Männer. Das könne er sich nicht erklären, sagt Abbas. Vielleicht bevorzugen Frauen für ihre Kleidung doch etwas sanftere Reinigungsmethoden. Am Nachmittag, wenn die meiste Wäsche gewaschen ist, dann wird aus dem Waschsalon ein Schwimmbad. Für Jungs natürlich. Es gibt sie überall. Sie sind modern, sie funktionieren. Allein sie scheinen reine Dekoration zu sein. In Nairobi fahren und gehen alle bei Rot über die Straße. Ich auch. In Deutschland wäre ich meinen Führerschein jetzt natürlich schon längst los gewesen. Aber hier in Kenia spielt es überhaupt keine Rolle offensichtlich, ob man bei Rot fährt oder bei Grün fährt. Und warum das so ist, möchte ich jetzt rausfinden. Zunächst mal frage ich die Autofahrer selbst. Wir fragen uns das auch. Wir verstehen nicht, warum alle bei Rot fahren. Ich versuche, mich an die Ampeln zu halten, die anderen aber nicht. Ich glaube, das ist kulturell bedingt. Naja, da ist doch die Polizei. Die regeln den Verkehr. Stimmt. An jeder Ampelkreuzung stehen auch Verkehrspolizisten, denen die Ampeln egal zu sein scheinen. Und sogar Einsatzfahrzeuge fahren bei Rot. Haben Sie eine Erklärung dafür? Das müssen Sie die Leute fragen, die das machen. Ist es denn korrekt, bei Rot zu fahren? Nein, natürlich nicht. Für vermeintlich gefährliches Überholen in einem Stau musste ich schon mal tief in die Tasche greifen. Aber rote Ampeln sind im neuesten Bußgeldkatalog nicht aufgeführt.
Ich frage nun Profis, die den Kenianern das Autofahren beibringen. Ich nehme Fahrstunden. Betty Mungai ist seit 14 Jahren Fahrlehrerin und weist mich in die Besonderheiten des Verkehrs in Nairobi ein. Warum, frage ich, fahren die Leute bei Rot? Bei Rot hält man an. Rot bedeutet Gefahr. Sie müssten also anhalten. Und die Polizei müsste die Autofahrer, die sich nicht dran halten, schnappen. Tun sie aber nicht, obwohl es ein lukratives Geschäft wäre. Mitten auf Nairobis Hauptverkehrsstraße sehen wir plötzlich wandelnde Ampeln. Go and stop. Hier funktioniert es. Wieso hier und sonst nicht? Wir sind besser als Ampeln. Wir sagen den Leuten, wie sie die Straße überqueren sollen. Manche Menschen sind verwirrt durch die Ampeln und manche wissen gar nicht, was das soll und was die verschiedenen Farben bedeuten. Ach so. Aber auch hier klappt es nicht immer. Was gehört in diese Szene nicht hinein? Richtig, der Koffer. Hier in Ghana wird alles auf dem Kopf getragen. Wirklich alles. Kein Mensch zieht einen Koffer hinter sich her, außer mir. Aber ist es nicht furchtbar unbequem, Sachen auf dem Kopf zu tragen? Nein, überhaupt nicht. Wenn ich dieses Tablett in der Hand tragen würde, dann würde ich schnell müde werden. Also trage ich es auf dem Kopf. Es ist ganz schön schwer, aber es ist auch eine Art Sport. Okay, aber warum machen Sie das? In unserer Tradition tragen wir nichts auf dem Rücken oder auf den Schultern. Wenn wir klein sind, dann machen wir das alle. Aber wenn Männer Väter werden, dann hören wir damit auf. Warum? Ein Vater sollte nichts auf dem Kopf tragen. Wenn man die Lasten woanders als auf dem Kopf trägt, tut der ganze Körper weh. Und außerdem sagt auch Gott, dass wir Dinge am besten auf dem Kopf tragen. Das leuchtet ein. Wenn alle alles auf dem Kopf tragen, kann es doch eigentlich nicht so schwer sein. Ich probiere es aus. Gemüsefrau Mary zeigt mir als erstes, wie die Ladung geschichtet wird. Okay, das ist schon mal der erste Teil der Kunst. Okay. Als nächstes das Geheimnis des Tuchwickelns. Etwa 20 Kilo, ganz leicht. Ich fange lieber erstmal mit einer kleineren Schüssel an. Schichten, Tuch. Okay, also schon diese kleine Schüssel ist ganz schön schwer. Wenn ich die Hände wegnehme, fällt es sofort runter. Nächster Versuch. Weniger Gurken, mehr Salat. Ist doch kein Problem. Das Publikum scheint skeptisch. Aber dann, wie durch ein Wunder, Hügel, sattes Grün, glückliche Kühe. Hier ist die Welt in Ordnung. Hier? Im Werbeclip für die Schweiz oder wie? Wir sind aber nicht in der Schweiz. Wir sind in der Demokratischen Republik Kongo. Und zwar in einer Region, die seit Jahren geprägt ist von Kriegen und Konflikten. Aber warum gibt's ausgerechnet im Kongo Schweizer Kühe, frage ich mich. Die Kühe, die Milch, der Käse, das sei ihre Art des Widerstandes. Widerstand gegen die Rebellen, sagt Damian Safari. Denn die Hügel hier wurden schon oft überfallen.
Seit fast 3 Jahrzehnten kämpfen Rebellengruppen gegeneinander und gegen die Armee. Es geht um Geld und um Macht, weil es in den Bergen Gold, Diamanten und alles Mögliche Wertvolle gibt. Während der Kämpfe seien ihre Kühe oft getötet oder geklaut worden, sagt Damian Safari. Aber sie hätten dann immer wieder von vorn angefangen. Wieder Kühe gezüchtet, wieder Jobs geschaffen. Die Milch muss schnell in die Käsemanufaktur. Transport auf Kongolesisch. Zugegeben, das deutsche Gesundheitsamt hätte den einen oder anderen Einwand. Doch Reinheit ist ja irgendwie auch Auslegungssache. Hier bedeutet Reinheit keine Chemie, sagt Käsemeister Boniface Nishimye. Und rührt geheimnisvolle Pülverchen in die Milch. Wir machen hier Gouda, so wie es uns die belgischen Priester vor vielen Jahren beigebracht haben. Sie haben hier damals auch Feta, Camembert und Gruyère gemacht. Dafür haben wir jetzt nicht mehr das Werkzeug. Wir machen Gouda. Und zwar sehr guten, sagt er, und rührt und schaufelt. Im Regal stehen schon die ausgereiften, fertig für den Versand. 17 Kilo produzieren sie hier am Tag und beliefern das ganze Land. Gouda ist sehr gefragt im Kongo und seiner sei ganz besonders köstlich. In unserem Gouda steckt viel Liebe. Ich habe eine Arbeit und kann meine Familie ernähren, so wie die anderen hier auch. Das bedeutet uns sehr viel. Deshalb will ich mein Wissen auch immer weitergeben, damit uns diese Arbeit erhalten bleibt. Und dann darf ich endlich probieren. Ja, wie ein sehr milder Gouda, etwas weicher in der Konsistenz. Ein, wie soll ich sagen, friedlicher Käse. Alles ganz nach dem Motto, make cheese, not war. Ein Markt in Madagaskar. Ob man Entenbraten, etwas Vegetarisches oder eine Fischsuppe zubereiten möchte, hier gibt es alles, was einen Hobby kocht. Auch jede Menge Zwiebeln, denn die braucht man schließlich für die meisten Rezepte. Das Normalste von der Welt, Zwiebeln auf dem Markt kaufen, um sie zum Kochen zu verwenden. Hier in Madagaskar gibt es allerdings Orte, wo Zwiebeln verboten sind. In dem Dorf Antunguna zum Beispiel sind Zwiebeln tabu. Zusammen mit meinem Körbchen mache ich mich auf den Weg, um herauszufinden, was so schlimm an Zwiebeln sein soll. Monsieur Daniel, ein traditioneller Heiler, weiß mehr darüber. Auch er isst keine Zwiebeln. Dass ich sie mitbringe, scheint aber in Ordnung zu sein. Zwiebeln haben wir früher als Waffe gegen böse Geister und unsere Feinde verwendet. Deswegen sind sie noch heute verboten, denn wenn man sie isst, dann haben Feinde es leicht, einen zu besiegen. Sie schwächen unser Immunsystem. Knoblauch sei noch gefährlicher, sagt Monsieur Daniel. Wird der angebaut, dann droht Hagel, die ganze Ernte zu vernichten. Das Ganze geht auf die Zeit der madagassischen Könige zurück. Monsieur Daniel will mir ihren alten Palast zeigen. Mit diesem Stück Holz schützt der Heiler sich vor der bösen Wirkung von Zwiebeln. Und damit mir kein Unglück oben auf dem Berg geschieht, muss ich mein Körbchen unterwegs abstellen. An dieser heiligen Quelle müssen wir uns reinigen, bevor wir den Palast besuchen. Seinen Schutz entfaltet das Wasser erst mit dem Stück Holz. Wir sind zwar nicht schmutzig, aber auf dem Markt haben sie Leute getroffen, die Zwiebeln angefasst haben. Und die haben ihre Kleidung berührt. Ich muss aber nur die Hände waschen, nicht die Jacke. Okay, jetzt scheine ich sauber zu sein. Aber dann meint Monsieur Daniel noch, es sei durchaus von Vorteil, etwas zu ob. Dass ich das in der Tasche habe. Glücklicherweise habe ich vom Frühstück noch ein kleines Muffin übrig. In ganz Madagaskar gibt es solche Tabus, sogenannte Fadis. Mal ist es Ziegenfleisch, mal rote Regenschirme und oben auf dem Berg sind Schuhe verboten. Wer ein Fadi verletzt, dem droht Unglück. Um böse Geister milde zu stimmen, opfern die Madagassen an heiligen Orten. Und der Schamane kann Unheil und Krankheit durch Zeremonien abwenden. Eine junge Frau braucht seine Hilfe
obwohl sie sich an ihre persönlichen Fadis hält. Ich esse keinen Spinat, kein Schweinefleisch und keine Zwiebeln. Davon bin ich nämlich einmal auf einem Auge eine Zeit lang blind geworden. Mittagspause. Monsieur Daniel kocht natürlich ohne Zwiebeln. Ich kann ohne Zwiebeln gut leben. Lecker ist es trotzdem. Und mit den kleinen Auberginen hier kann man sogar Husten heilen. Ich wurde trotz des Zwiebelkörbchens von Unglück verschont. Aber gegessen habe ich an diesem Tag besser mal keine Zwiebeln. Heute mal Appetit auf Steine? Es riecht toll nach Erde. Lecker. Ich bin süchtig danach. Wenn schwangere Frauen in Kenia an Steine denken, läuft ihnen regelrecht das Wasser im Mund zusammen. Die Schwester im Vorbereitungskurs aber schimpft. Wenn ihr Steine esst und denkt, dass ihr dabei Mineralien zu euch nehmt, habt ihr euch getäuscht. Ihr bekommt Würmer. Esst doch lieber Gemüse, wenn ihr Eisenmangel habt. Nein, nein, das sei einfach nicht das Gleiche. Es ist wie mit dem Rauchen, es beruhigt mich. Ohne einen Bissen vom Stein komme ich morgens nicht aus dem Bett. Ich könnte jetzt einen richtig großen Stein verdrücken. Was bei uns die saure Gurke ist, ist hier halt der Stein. Gibt's sogar ganz normal im Supermarkt. Hier gibt's die Steine sogar fein säuberlich verpackt, und zwar in der Snackabteilung, direkt neben den Popcorn. Und hier steht sogar drauf, dass die roasted sind, also geröstet. Wahrscheinlich schmecken die besonders gut. Inmitten einer Bananenplantage werden sie abgebaut, die Steine. Quasi bio. Seit 3 Jahren etwa gibt es den Steinetrend in Kenia. Mit dem Abbau verdient John doppelt so viel wie mit dem Anbau von Bananen oder Mais, erzählt er mir. Und zum Glück seien die Steine nicht so schwer. Das sind ja keine Steine zum Bauen, das sind Esssteine. Die sind nicht schlecht, meine Frau isst die auch. Ich solle doch auch mal probieren. Die schmecken wie Kekse, sagt John. Like a biscuit. Okay, let me try. Na, das kann ja nicht so schlimm sein. It's not like a biscuit. Schmeckt nach Sand. Sorgen soll ich mir aber keine machen. Die legen mich schwer im Magen. Und seine Kinder seien alles Prachtexemplare. Also so richtig konnte mir keiner die Frage beantworten, ob die Steine jetzt ganz ungesund sind oder gar nicht so schlimm. Den Kindern scheint es nicht zu schaden. Ansonsten gilt auch in Kenia, bei Risiken und Nebenwirkungen, naja, sie wissen schon. In Kenias Hauptstadt Nairobi kauft man Möbel am Straßenrand. Möbelhäuser sind hier was für Spießer. Und eine schier gigantische Auswahl gibt's von ihnen. Plüschsofas. Ich will wissen, warum lieben die Kenianer ausgerechnet das Sofa so sehr? Liegt es an den Farben, der Form oder der guten Qualität? Ganz schön groß für einen Einsitzer. Aber gutes Muster, daran müsste ich mich gewöhnen. Nein, nein, das Muster sei genau perfekt, bezirzt Ladenbesitzer Mr. Michael seine Kunden. Sofas, die müssten schließlich ordentlich was hermachen. Mein Sofa sollte modern aussehen und in deine Wohnung in Nairobi reinpassen. Wissen Sie, bei uns sind die Wohnungen nicht sehr geräumig. Trotzdem sollten viele Menschen drauf Platz haben. Wir sollen doch alle zusammen mal Probe sitzen, schlägt Mr. Michael vor und führt uns zu seinem Sofa Number One. Washington heißt es. Wer hier sitzt, ist Präsident. Es wird um den Preis gefeilscht. Natürlich. Der Kunde entscheidet sich am Ende doch lieber für Dallas. Hinten in Mr. Michaels Wellblech Megastore werden die Sofas gebaut. Gefüttert sind sie mit Schaumstoff. Naja, mit Schaumstoffresten. And do you mix it or is it? Wir kleben die Teile alle zusammen, sagt er, und dann kommt es ins Sofa. Bei uns wird nichts verschwendet. Es wird gehobelt, genäht, gehämmert. Mit vollem Körpereinsatz. Das Nageldepot im Mund.
Es muss schnell gehen, die Nachfrage ist riesig. Aber warum ausgerechnet nach Sofas, frage ich. Die Kenianer kaufen eher ein Sofaset als ein Bett. Die schlafen lieber auf dem Boden und haben dafür ein Sofaset. Das ist unsere Kultur. Es ist unsere Art, die ganze Familie zusammenzubringen. Und um der Familie den nötigen Respekt zu zollen, seien die Sofas eben prunkvoll. Das Sofa als Statussymbol, ich verstehe. Nebenan ist gerade ein Set fertig geworden und soll geliefert werden. Im Kenia-Stil. Das edle Teil darf auf gar keinen Fall schmutzig werden. Durch die Tür passt es gerade so. Aber die neuen Besitzer strahlen vor Stolz. Wir lieben unsere Sofas wegen des Materials und des Designs. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, Mr. Michael würde bestimmt auch nach Deutschland liefern. Kaum ein Stäubchen adrett und blitzsauber sind die Straßen und außerdem... In Ruandas Hauptstadt Kigali ist selten so richtig viel Verkehr. Aber einmal im Monat sind die Straßen sogar komplett leer. Wie kommt das? Der letzte Samstag im Monat. Kurz vor 8 Uhr morgens huschen noch ein paar Menschen über die Straßen. Die Geschäfte sind verrammelt. Nach 8 Uhr geht nichts mehr, sonst droht ein Knöllchen. Denn heute ist Umuganda. Frei übersetzt heißt das gemeinschaftlicher Kehrtag. Staatlich verordnet für alle Ruander im ganzen Land. Alt und jung schippen, hacken und säubern, was die ohnehin schon recht propere Umgebung noch so hergibt. In diesem Viertel geht's heute den vielen Mückennestern im hohen Gras an den Kragen. Eine Maßnahme gegen Malaria. Umuganda ist ein Teil von Ruandas Vision 2050. Ich wünsche mir, dass unser Land als Paradies bekannt wird. Klingt nach Regierungssprech, aber gute Stimmung ist tatsächlich bei allen Umuganda-Teilnehmern spürbar. Okay, also die Variante mit Singen und Tanzen und dabei arbeiten, das kriege ich noch nicht so richtig hin. Umuganda gibt es in Ruanda schon seit der Kolonialzeit. Richtig ernst genommen wird das kollektive Schuften aber erst seit Präsident Kagame nach dem blutigen Völkermord 1994 an die Macht kam. Das hier ist der beste Weg, Wunden in der Gesellschaft zu heilen. Keiner soll sich allein gelassen fühlen. Wer andere braucht, dem wird geholfen. Manche arbeiten, manche kommen auch einfach nur, um ein Schwätzchen zu halten. Einmal im Monat ist das Frieden? That's our ambition. Unser eine saubere Stadt zu haben. Wir lassen uns Russen belehren. Wir tun das für uns, für nie uns, für nie. Nach zwei Stunden und Klönen treffen sich alle Anwohner zu besprechen. Die Stimmung ist fröhlich. Wir helfen einander, sagt mir eine Frau. Das sei doch schließlich alles, was es auf der Welt brauche.